Moin, ja, wir sind aufgestanden, machen jetzt Kaffee, frühstücken schnell und ja, es regnet natürlich wieder, so wie gestern, aber heute werden wir auf jeden Fall das Camp verlassen, komme was da wolle und ja, hoffen, dass wir dann heute an einem Dano anlegen können, dass wir auch ein Feuer machen können. Gucken wir gleich mal auf die Karte und dann schauen wir weiter. Also bis gleich. Haben wir jetzt zusammengepackt, wir laden jetzt das Kanu und ja, dann werden wir uns mal auf die Suche nach einem Dano begeben. Wollen so ein bis zwei Stunden paddeln, je nachdem wie das Wetter mitspielt. Es regnet leicht, die Wellen auf dem See sind okay, der Wind ist soweit auch in Ordnung und ja, noch kurz spülen. Und dann beladen wir das Kanu und dann geht's auch schon los. Ja, der Matthias und ich, wir sind wieder auf dem Wasser. Das Wetter ist prickelnd. Es regnet, es ist windig. Die Wellen sind noch okay. Ja, wir müssen halt immer ein bisschen einlenken, aber es geht. Ich gucke jetzt gleich mal auf die Karte und dann versuchen wir mal einen Dano anzusteuern. Mal ein bisschen hier den Regen wegmachen. Ja, ansonsten alles gut, Regenbekleidung und dann geht das schon. Packsäcke, alles dicht, macht Spaß. Also, ach genau, die Angel haben wir auch dabei. Mal gucken, ob wir gleich was dran kriegen. Die Sophia von Scumtrack hat gemeint, dass man mit dem Schleppen ganz gut hier was fängt. Ich habe eben mal kurz ausgeworfen, aber leider kein Erfolg. Ich probiere es gleich nochmal. Wenn was anbeißt, gebe ich Matthias auf jeden Fall die Kamera, dass ihr auch was seht. Also bis gleich. Ja, da hinten ist diese kleine Lücke, da seht ihr es vielleicht. Da ist eine Brücke, da unten drunter durch. Und dann auf der rechten Seite ist dann Dano und dann können wir zum ersten Mal vielleicht den Grill raus benutzen und uns was Leckeres zu essen machen. Ja. Der Matthias hat Angst, dass wir untergehen. Hier, pack jetzt mal die Kamera weg, du Kackstelz, und fang lieber was zu essen. Ihr habt's gehört, ich soll was zu essen fangen. Wir fahren jetzt unter der Brücke durch und ja, ca. 600 auf 12 ist dann unser Dano und ja, wir hoffen, dass es noch nicht belegt ist und wir da einen Platz finden. Ja, und hier auf der linken Seite ist jetzt eigentlich das Dano von. Wollen wir mal gucken hier. Das ist eine schöne Ecke hier.
So, wir sind angekommen. Ja, ich denke mal, ein schöner Spot auf jeden Fall. Morgen soll das Wetter ja auch wieder stimmen. So, dann gehen wir uns mal hier das Danu anschauen. So sehen die aus. So, ich filme mal kurz mit dem iPhone weiter. Ich habe meine Kamera ein bisschen trockengelegt und die Filter auseinandergeschraubt. Das Mikrofon auch trockengelegt und ich filme dann nachher wieder mit der Kamera weiter. Ja, ich wollte euch aber trotzdem kurz mal das Danu zeigen. Hier hinten, das ist das Danu 20, so sehen die aus. Ja, da kann man sich direkt reinlegen, überdacht. Ist natürlich auf jeden Fall sehr angenehm, wenn man jetzt 3 Tage im Zelt gepennt hat, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Ist auf jeden Fall angenehm. Anlegestelle haben wir direkt hier. Und ja, die Aussicht ist nicht schlecht. Matthias angelt schon, wie ihr seht. Hat aber noch keinen Biss gehabt. Ich werde mein Glück auch gleich probieren. Ja, Aussicht ist nicht schlecht. Da hinten haben wir einen Spot gesehen. Der sieht vielversprechend aus. Ja, wir gucken immer so ein bisschen nach Plätzen, wo auch ein bisschen Totholz ins Wasser fällt, wo die Fische ein bisschen sich verstecken können. Das sah recht vielversprechend aus. Ja, schauen wir mal. Gut, ich melde mich gleich wieder. Ich werde jetzt ein bisschen die Kamera-Akkus aufladen, mir die Angel schnappen und ja, ich werde auch mal ein paar Würfe machen. Also bis gleich. Ja, voll cool. Position ist perfekt. Der Wind schiebt mich jetzt so ein bisschen hier entlang. Ich kann ein paar Würfe machen. Mal gucken, ob was geht. So. Die Kamera ist wieder einsatzbereit. Ja, ich war jetzt gerade mit dem Kanu draußen und habe da ein paar Würfe gemacht. Der Wind ist allerdings ein bisschen problematisch allein auf dem Kanu. Und ich als Freizeit-Kanufahrer, also Vollanfänger im Kanufahren, bin da jetzt nicht so gut gegen den Wind angekommen. Also habe ich mir gedacht, ich gehe mal lieber wieder an Land, bevor ich hier noch nach Buxtehude abtreibe. Ich werfe jetzt hier vom Ufer noch ein paar Würfe und guck mal, dass ich da den Meter Hecht raushole. Wir wollen hauptsächlich wirklich ein Feuer machen und da muss auch ein Fisch drauf. Und deswegen setzen wir uns jetzt beide noch mal an die Angeln und gucken, dass wir hier was rausziehen. Oder, Meister? Ja. Aber sicher doch. Hauptsache die Flasche Wein schon wieder am Hals. Ne? Gut, alles klar. Ja, ich melde mich gleich noch mal, ne? So, ich wollte euch mal die Strecke zeigen, die wir bis jetzt zurückgelegt haben. Allgemein, dass ihr ein bisschen einen Einblick kriegt, was wir für eine Strecke gefahren sind. Und zwar sind wir in Lennarts Forst gestartet, bis hier unten. Dann sind wir hochgepaddelt, weiter hoch, dann Richtung Vika oder Fika, da in eine kleine Bucht rein und da waren wir dann Sonntag und Montag. Montag über Nacht noch, genau. Und dann sind wir von Vika hochgepaddelt,
also heute Morgen, beziehungsweise heute Vormittag, hochgepaddelt. Hier ist die Brücke, die ich euch gezeigt habe. Unten drunter durch. Und diese kleine Insel hier, da sind wir rechts lang. Da seht ihr auch schon den Dano 20. Auf der rechten Seite, da sind wir jetzt gerade. Und wir hätten aber auch noch den Dano 21 nehmen können auf der linken Seite der Insel. Hier kann man es ganz gut erkennen. Genau, hier ist der Dano 21 und hier der Dano 20, wo wir jetzt gerade sind. Ja, das zur Strecke bis jetzt. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Falls jemand die Tour auch macht. Also der Dano 20, der ist nicht schlecht, der ist gut. Gute Aussicht. Ein Fang oder ein Biss hatten wir jetzt noch nicht, aber na gut, das wird noch kommen. So, ich habe mir jetzt nochmal das Fernglas geschnappt und werde jetzt nochmal auf die andere Seite der Insel gehen. Also da, wo auch, auf die Seite, wo auch das Dano 21 ist. Und ja, gucken wir mal, ob wir ein bisschen ein paar Wasservögel sehen. Weil ich hätte schon irgendwie Bock, morgen oder übermorgen mal mit dem Teleobjektiv rauszugehen und vielleicht den einen oder anderen coolen Shot zu machen. Und ja, werde ich jetzt ein bisschen erkunden hier. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ja, ist echt ein sehr schönes Licht gerade. Die Sonne geht gerade unter. Der Wald hier ist auch ziemlich schön. Es ist mega ruhig, bis auf den Wind. Der macht ein bisschen Lautstärke, aber das kann man im Vergleich zu dem Stadtlärm auf jeden Fall in Kauf nehmen. Ja, ich zeige euch mal kurz die Aussicht. Ja, ich habe gerade ein bisschen abgeglast hier, die Landschaft, und ja, ich muss sagen, hier stehen ein paar nette Häuser. Hier würde ich auch gerne hinziehen. Interessant finde ich, dass, also ich habe eigentlich erwartet, dass hier gar nichts ist und dass man hier wirklich bis auf ein paar andere Kanufahrer komplett alleine ist. Aber hier sind ganz schön viele, ist ganz schön viel bebaut, viele Grundstücke mit Häusern drauf. Und ja, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich habe es anders erwartet auf jeden Fall. Und ja, Tiere habe ich keine gefunden, beziehungsweise gesehen. Ist jetzt auch schon relativ dunkel. Ich werde es morgen früh auf jeden Fall nochmal probieren. Vielleicht dann auch mit dem Teleobjektiv. Und ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang genießen. Vielleicht noch ein paar Fotos machen. Und dann gehe ich aber auch schon wieder auf die andere Seite der Insel. Und dann wird es mal Zeit für was zu essen. Vielleicht hat der Matthias bis dahin einen Fisch gefangen. Ich glaube es aber nicht. Und naja, dann sehen wir uns später wieder in der Küche. Und ja, bis gleich. Thank you.
So, wir essen jetzt noch. Matthias hat hier schön Gnocchis gemacht und leckere Tomatensauce. Ja, und danach gehen wir pennen. Ja, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Und ja, hoffen wir mal, dass morgen mal was anbeißt. Und das Wetter soll auch gut werden. Sonnenschein wieder angesagt. Also, wir sehen uns morgen, ne? Gute Nacht.